Der Luftverkehr wächst weltweit und ganz besonders in München. Allein 2017 6% mehr Passagiere, über 3% mehr Flugbewegungen. Rekordniveau. Wie sieht Lufthansa-Chef Carsten Spohr die Zukunft? Ich glaube schon, dass natürlich heute Fliegen ein Massenphänomen geworden ist, aber wir versuchen, gemeinsam übrigens mit dem Flughafen, für ein Premium-Segment Raum zu lassen. Wir haben ja auch bei uns im Haus die schwer diskutierte Entscheidung, kreieren wir eine zweite Marke, die Eurowings, die jetzt heute durch diese Air Berlin-Entscheidung sich fast verdoppelt, war unter anderem auch deswegen notwendig, um die Premium-Marke Lufthansa wieder als klare solche zu positionieren. Also die, die nur auf schnelles Wachstum und billig gesetzt haben, haben zunehmend Probleme. Und dieses Thema Premium, Verlässlichkeit, gut ausgebildete Mitarbeiter, auch gut bezahlte Mitarbeiter ist auf einmal wieder sehr sexy. Auch da, wenn wir ehrlich sind, die letzten Jahre eine Erfolgsgeschichte ohnegleichen. Ein Airbus 380, wir bringen ja jetzt 5 Stück im Frühjahr, kann man sich gut merken, 300 Millionen Euro, 300 Mitarbeiter brauchen wir, um den zu bewegen, in der Luft und am Boden. Das ist ein mittelständisches Unternehmen in sich. Und wir bringen mal eben 5 und dazu noch 10 350, da sind wir dann bei 200 Mitarbeitern und 200 Millionen. Wir machen das ja nicht nur als Segen für Bayern, sondern weil wir hier einen tollen Flughafen haben, weil wir hier auch vernünftige Konditionen kommerziell, aber operationell haben, die Kunden lieber hier umsteigen als in Wien oder in Frankfurt. Der Erfolg hat uns hier schon ein bisschen satt gemacht und deswegen klage ich mich nicht. Aber in der Tat, wir haben inzwischen hier 12.000 Mitarbeiter, 120 Flugzeuge, Milliarden von Invest, auch zufriedene Gäste, wir beklagen uns nicht. Aber ist das hier in Bayern, das ist das Opfer des Erfolges, den wir hier haben, ist das hier noch jeweils dann eine Message, die große Dinge in Gang setzt? Nein. Also ein richtig ganz großes Herzblutthema ist für mich der Ausbau des Münchner Flughafens, die dritte Start- und Landebahn, denn da geht es um wirklich viel, nicht nur für München, für Bayern, sondern für Deutschland. Darum sage ich das hier auch ganz offen, weil die Welt wächst und weil auch in der Flughafenbranche Herausforderungen sind, finde ich, sollten wir das Wachstum nicht anderen überlassen und darum bekenne ich mich dazu, auch der Flughafen München, der Flughafen Bayern, der Franz-Josef-Strauß-Flughafen sollte wachsen können und deswegen glaube ich, dass eine dritte Bahn für diese Region und für diesen Flughafen eine wichtige und notwendige Entscheidung ist. Aber wenn München in der allerersten Liga mitspielen will und nicht abgehängt werden soll, dann werden wir ohne dritte Startbahn nicht zurechtkommen. Ein Land wie Bayern muss in dem Sinne einen Bayern-Plan haben und sagen, was ist wichtig für diesen Standort in den nächsten 20 Jahren. Da mag Digitalisierung eine Rolle spielen, da ist sicherlich das Thema Stromversorgung eine, auch ein Infrastrukturthema. Und da ist dieser Flughafen, von dem ja keiner bestreitet, welch elementaren Bestandteil er liefert zu der Modernisierung Bayerns, die wir die letzten 20, 30 Jahre gesehen haben. Der steht da oben auf der Liste. Ja, und wenn der Gesellschafterwechsel dafür her muss, dann muss er halt her. Aber ich bin jemand, der viel mit der Politik arbeitet, weil Luftverkehr ist zwar privatisiert, aber nicht privat, wie ich immer sage. Ich glaube, das ist etwas, wo man in den obersten politischen Kreisen sich zusammenfinden muss und sagen muss, das ist jetzt eines der Themen, für die wir auch bereit sind, kritisiert zu werden. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Und dann natürlich orchestriert genug Unterstützung. Aber kleinsteilig zu hoffen, dass sich das Thema von selbst in eine Dynamik begibt, wo dann die Wähler uns alle dafür applaudieren, dass wir hier eine Landebahn bauen, das ist durch. Hätte man vielleicht vor 20 Jahren versuchen müssen. Diese Hoffnung habe ich nicht. Das muss jetzt top-down kommen im Sinne, das braucht Bayern. Verkehr ist unbeliebt und Verkehr ist besonders unbeliebt, da wo Vollbeschäftigung herrscht. Ja, da, wo die Abwägung zwischen noch mehr Verkehr und Infrastruktur versus mehr Jobs einfach nicht funktioniert. Aber in den 70er Jahren, wie sah Bayern da aus? Das war Mut einzelner Leute zu sagen, wir bringen das hier voran. Nicht nur Politiker, auch Unternehmer. Und ich glaube, jetzt in einer anderen Situation, nämlich nicht mehr von hinten kommend, sondern von vorne führend, brauchen wir das wieder. Und Applaus werden wir nur begrenzt bekommen, weil viele von denen, die hier leben, das als selbstverständlich betrachten. Wie auch, wie gesagt, 5380 oder 25 Langstreckenflugzeuge, die ja nicht mehr den Applaus auslösen wie in Berlin 1. Ich hätte mir ein bisschen mehr Konfliktbereitschaft der CSU in Bayern gewünscht bei der dritten Startbahn. Wenn nicht, wo dann? Eine dritte Startbahn. Wir werden auch in Deutschland sonst keine haben. Also es wird nur hier gehen, das ist mal aus deutscher Sicht gesprochen. Und wir haben doch hier allen Grund zum Optimismus, die Bevölkerung wächst, die Wirtschaft wächst. Also wenn wir hier nicht positiv an die Zukunft denken, wer soll es in Deutschland tun? Carsten Spohr, vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Vielen Dank, dass Sie uns so viel Mut gemacht haben, den Schulterschluss, die Erklärung für das
Sichern Bayerns, des Vorsprungs Bayerns aus durch die Infrastruktur einer dritten Bahn mitzugehen. Ich freue mich, wenn Sie alle da in Zukunft auch mitwirken. Wir als Deutsche Post, als Logistikunternehmen glauben, dass die dritte Stadtbahn für München ist. Eine Weltstadt wie München braucht ausreichende Kapazitäten im Flugverkehr. Ja, für uns als Messe München mit ganz vielen Weltleitmessen ist ein leistungsfähiger internationaler Flughafen eine ganz wesentliche Voraussetzung für den Erfolg. Ja, wir brauchen die dritte Start- und Landebahn unbedingt. Es kann sich nicht darum drehen, Mobilität zu verhindern, sondern wir müssen Mobilität möglich machen. Ich glaube, die dritte Startbahn wird die gleiche Vision sein und eine dringende Notwendigkeit sein, wenn wir noch ein paar Jahre weiterdenken. Für München, für den Wirtschaftsstandort hier, brauchen wir die dritte Startbahn am Flughafen.